Hallo zusammen, wir testen hier in Gropnik für euch den neuen Vorderradreifen KR109 und den alten KR106 in verschiedenen Mischungen, um zu sehen, wie der Reifen reagiert aufs Fahrwerk und natürlich auch vom Lenkverhalten. Zu dem alten Dunlop KR106, der in 120/70 produziert wird, gegenüber dem Big Size KR109 in 125/80 sind verschiedene Motorrädern vielleicht Änderungen des Fahrwerks nötig. Und das wollen wir für euch rausfinden. Wir haben dabei verschiedene Mischungen von MS2 bis MS3. Und für hinten beim KR108 haben wir von MS1 bis MS3. Die Balance mit dem alten Vorderradreifen K106 120/70 war ziemlich neutral, passend zu dem 270 hinten, KR108. Genau außer kann ich erst treffen, wenn ich den KR109 125/80 fahre. Und dann werden wir sehen, ob es dann wirklich die Balance. So ist jetzt wirklich sehr neutral, fühlt sich gut an, so würden die Reifen super zusammenpassen. Ob es wirklich mit dem anderen Vorderreifen, der anderen Bezeichnung, der KR109, anders wird, werden wir sehen. So Stefan, auf der Suzuki, mit der du jetzt gefahren bist, das ist ja auch dein Motorrad, die ist ja schön sauber. Ne? Im Gegensatz zu der R1 ist die ja wie neu. Ja. Ja. Und du hast sogar eine Hinterradbremse hier, die du nicht benutzt. Ja. Aber in Rijeka könntest du die gut benutzen. Wenn ich Zeit habe, darüber nachzudenken. Ja, ja. Auf jeden Fall hast du die dann hingebaut? Ich wollte gerne was basteln. Ne? Ah, okay. Das ist so ein kleiner Bastler. So, jetzt erzähl doch mal, du hast da vorne, jetzt was hast du hier drauf vorne? KR109. 109, also Big Size. Genau. Und also da jetzt ein Unterschied. Ja, okay. Welche Mischung? Ein Dreier. Dreier. MS3. Okay. Und vom Feeling her, was ist da jetzt anders? Gut, ist ein anderes Bike, aber vielleicht ist. Du bist ja das Bike ja schon auch mit anderen Reifen gefahren. Es ist sehr, sehr handlich. Ehrlich? Und Big Size. Hätte ja. Ich immer gedacht, dass das... Hab ich auch gedacht, das lenkt ein. Die Kontur ist anders bei den 125/80. Das siehst du. Bisschen angelehnt zu anderen Spitzenherstellern. Da sieht es ein gleichmäßig. Nicht mehr dieses spitze, kurze. Das ist so, aber es lenkt ein. Wirklich. Selten, aber ist das unfair. Ist nicht das gleiche Motorrad. Ja. Weil ich die Geometrie ein bisschen anders als bei der Yamaha. Von uns, von mir selber abgestimmt, ne? Kann man nicht direkt vergleichen. Morgen werde ich den anderen Reifen auf der Yamaha fahren, dann habe ich direkt einen Vergleich. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Vorne den neuen KR109 gefahren in MS2. Was soll ich sagen, ist wie Tag und Nacht. Der neue Reifen lenkt 73.000 Mal besser ein, ist auf der Bremse viel stabiler. Ich kann Linien fahren, die ich vorher nicht fahren konnte. Ist am Fahrwerk nichts geändert worden bei der Yamaha hier. Das war unglaublich. Das ist ein ganz anderer Reifen. Leider ein bisschen viel Verkehr gehabt, sonst hätte ich wahrscheinlich heute meine Bestzeit fahren können. Ja, was soll ich sagen? Ich kann nur empfehlen, hinten MS3 und vorne auch MS3. Aber ich wollte einen direkten Vergleich haben, deshalb bin ich MS2 gefahren als KR109 und vorher den KR106 auch in MS2. Ja, das war es eigentlich. Also der erste Unterschied, der festzustellen war zwischen dem KR106 und dem KR109, ist definitiv das Einlenken vom Motorrad. Auf Bremse oder ohne Bremse ist ganz anderer Reifen. Handling ist um vieles besser, Schräglagen, Performance, ganz anderer Reifen. Das ist eine andere Konstruktion, kann man miteinander überhaupt nicht vergleichen. Also der Big Size KR109 ist definitiv der bessere Reifen. Also der KR106, der kleinere 120/70 gegen den KR109 mit 125/80 hat auch weniger Eigendämpfung, weil er weniger Wange hat. Dadurch verringert sich auch die Eigendämpfung, die spürbar ist an manchen Situationen hier auf der Strecke, wo die Bodenwellen sehr stark sind, fühlst du sofort.
Die KR 109 hat mehr Eigendämpfung, weil er auch ein Big Size ist. Ich bin beide Reifen gefahren, zuerst den KR 106 und dann den KR 109 mit dem gleichen Setting, gleichen Gabelüberstand auf der Yamaha R1 und es war definitiv nichts umzustellen, aber es war direkt ein ganz anderes Einlenken, die Linie war besser zu halten. Ein Plus für den KR 109, auf jeden Fall, Big Size. Die Differenz von den Zahlen definitiv KR 106 mit 120-70 zu einem KR 109 Big Size 125-80 schreckt viele Leute ab, dass man vielleicht die Geometrie ändern muss, den Gabelüberstand ändern muss und das gleiche Fahrverhalten haben. Wir konnten es hier jetzt nicht feststellen zwischen einer Yamaha R1 und einer V4 Ducati, aber es ist bestimmt möglich bei vier verschiedenen Fabrikaten, da die Geometrie immer etwas anders ist, dass es dann Unterschiede gibt, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Preload gefahren werden muss, also Federvorspannung der Gabel oder Ablassen. Wir konnten keinen Unterschied feststellen zwischen den beiden Motorrädern, aber es ist möglich, dass man was ändern muss am Fahrwerk. Da wir öfters gehört haben von Kunden, dass sie Probleme hatten mit dem neuen KR 109 Big Size Vorderradreifen, mit der Kombination zu dem alten 195-65 Dunlop Reifen, der nicht mehr produziert wird, dann stimmt die Geometrie überhaupt nicht überein, weil das Rad einfach viel zu klein hinten ist und vorne das Motorrad zu hoch steht und das Motorrad nicht mehr so einlenkt, wie man sich das vielleicht gerne vorstellt oder gehabt hätte. Da müssen natürlich Eingriffe vorgenommen werden im Fahrwerk, Gabelüberstand, Preload ändern etc. Erfahrung das gleiche bei anderen Fabrikaten, wenn man einen Big Size Reifen fährt und hinten nicht direkt den Big Size Hinterreifen dazu hat oder den entsprechenden Hinterreifen hat, gibt es das gleiche Problem. Ich spreche aus Erfahrung von verschiedenen Herstellern, schon selber erfahren, da muss das Fahrwerk abgeändert werden. Wenn man natürlich die Kombination, wie wir sie auch hier fahren, KR 109 vorne, 125-70 und hinten KR 108 in 270, konnten wir zwischen zwei verschiedenen Motorrädern kein Defizit feststellen, keine Fahrwerkänderung nötig. Es war einfach ein besseres Einlenken auf Bremse und ohne Bremse. Linienhaltung, Führung war wesentlich besser als zu dem alten KR 106.